Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update präsentieren. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was ich so dem letzten Zeitraum, etwa einen Monat, im Collection-Game so erwirtschaftet habe. Und ja, ich würde sagen, da fangen wir mal mit den Achievements an. Vielleicht habt ihr das aus dem Titel schon erlesen. Mit Achievements bin ich tatsächlich jetzt mittlerweile durch. Ihr seht, hier unten haben wir 4.491 von 4.491 Achievements. Das sind halt quasi alle Sachen, die Punkte bringen. Klar, gibt es Heldentaten, die ich jetzt noch nicht habe oder die man nicht mehr kriegen kann. Aber alle Achievements, die Punkte bringen, die habe ich quasi eingeheimst. Damit habe ich eine maximale Anzahl von 38.115. Ich glaube, auf der Hordenseite hat man nochmal 30 Punkte mehr. Die habe ich theoretisch auch mit meinem Hordenchar auf den Collection-Seiten, beziehungsweise auf der Collection-Seite, wo ich meistens gucke, also hier auf Data of Azeroth, sind die hier bei quasi 38.115. Also das sind irgendwie die Hordenpunkte komischerweise nicht dabei. Aber ja, da seht ihr, World Platz 1. Bin aber nicht der allererste, der das absolviert hat. Ne, muss man ganz klar dazu sagen. Da gibt es noch ein, zwei andere, die da vor mir dran waren. Aber mit ein paar anderen bin ich quasi auf Platz 1 hier mittlerweile angekommen. Die letzten Achievements, die mir gefehlt hatten, waren die Raid Kills. Ich habe hier diesen Content quasi nicht großartig geradet gehabt und dementsprechend mehr Runs gekauft. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, ich habe ein Waste of Money Video gemacht. Wenn euch da die Zahlen und wie alles gekostet hat interessiert, könnt ihr da gerne gucken. Dann würde ich sagen, schauen wir auch mal bei den Achievements. Ich sitze auch gerade schon auf dem Mount, also diesem Zeret-Aufseher. Das war auch das letzte Mount, was mir tatsächlich gefehlt hat. Ihr seht, ich habe hier alle Sachen eingeblendet und wenn wir jetzt hier durchgehen, ganz nach unten seht ihr, Mounts sind auch alle abgeschlossen. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ja, da gibt es aber vielleicht noch einen Gaul, der fehlt und das ist richtig. Es gibt noch das aktuelle Gladiator-Mount, das habe ich tatsächlich noch nicht. Bin ich dran, mal gucken, ob das was wird. Die Season scheint anscheinend relativ schwierig zu sein, würde ich mal jetzt behaupten, weil fast keine Leute spielen in der letzten Season. Und ja, da muss man mal gucken. Ein bisschen was habe ich schon gemacht auf Duelist bin ich schon, also 2-1. Ob das mit dem Gladiator-Drachen noch was wird, schauen wir mal. Aber zumindest alle Mounts, die man quasi einmal hier in der Liste sieht, die habe ich. Bei diesen Gladi-Drachen ist es halt immer so, dass sie hidden sind, bis man sie gespielt hat. Ich kann jetzt mal zeigen, Gladiator hier unten zum Beispiel, das sind die aus der zweiten und der dritten Season. Und aus der vierten Season ist halt wieder das gleiche Modell, bloß halt dementsprechend mit einer bisschen anderen Farbgebung, ein bisschen anderen Rüstung. Und ja, mal gucken, wenn ich den holen könnte, wäre cool. Wenn nicht, dann ist halt leider so, ne? Mounts sieht ja bei mir auch ganz gut aus. Ich bin bei 908, da bin ich halt nur auf World Platz 5 tatsächlich. Gibt ein paar Leute, die haben noch ein paar mehr von den alten Gladi-Drachen. Ich habe, glaube ich, jetzt 3. Und da gibt es Leute, die haben fast jede Season den geholt. Na, da kommst du natürlich dann leider nicht mehr ran, aber ich bin natürlich stets bemüht. Auch bei den Pets hat sich bei mir was getan. Ihr seht, ich bin jetzt auf World Platz 2 mit den Pets. Einer hat noch 1-2 Pets mehr. Seht ihr, ich bin mit ein paar anderen auf Platz 2. Einer hat hier noch 2 Pets mehr. Und ich hatte mir, ja, vielleicht habt ihr das in dem Waste-Video gesehen, den Murky gekauft gehabt. Murky. Und da fast mein ganzes Gold rausgebuttert. Da kann ich es jetzt mal sagen, 120 Millionen hat es gekostet. Also das war eine teure Sache. Aber dafür habe ich alle Pets, die man hier in-game kriegen kann, oder, nee, das konnten wir ja nicht ingame, aber alle Pets, die man überhaupt kriegen kann, habe ich mir geholt. Der eine, der noch 2 Pets mehr hat, ich glaube, das ein Pet ist von der Collector's Edition von Burning Crusade, ein Zusatzpet. Und zwar gab es damals bei der Collector's Edition ein Pet. Und dieses Pet hat man in der EU irgendwie nicht gekriegt, weil Blizzard irgendwie die Codes verkackt hat. Also sie haben irgendwie in die Collector's Edition die normale Version reingebastelt und dann hat man halt sein Special Pet nicht gekriegt. Und dann musste man das nach Paris einschicken. Das habe ich unter anderem mit meiner Collector's Edition auch gemacht. Also nicht die ganze Collector's Edition, sondern musste so einen Zettel, wo der Code drauf ist, zusammenschneiden und dann reinschicken. Und dann hat man quasi das Pet gekriegt. Und die Geschichte ist aber, wenn man das am Anfang gemacht hatte, gab es als Entschädigung nur in der EU noch ein Zusatzpet. Und das haben sie, glaube ich, bis 2017 gemacht und ich habe halt, glaube ich, mein Pet 2019 oder so erst eingelöst und dann haben sie diese Aktion mit dem Zusatzpet eingestellt und deswegen kann man das leider nicht mehr kriegen. Eventuell über den GM, wenn man Glück hat, aber eher schwierig. Ja, und dann muss er noch irgendein anderes Pet haben, wo ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, aber so wie ich das gesehen habe, kriege ich die leider nicht mehr. Also ich bin jetzt quasi am Cap an Pets, die ich überhaupt bekommen kann. Also das sind quasi alle, die man kriegen kann. Und Spielzeuge, ist eigentlich das gleiche wie immer, ne? Mir fehlt halt dieses eine unerschöpfliche Lila Feuerwerk, ist ein Promotion-Toy und
da kommst du leider aktuell auch nicht mehr dran. Zumindest habe ich es nirgends gefunden. Das gab es damals auf dieser TCG-Seite. Immer wenn man da TCG-Sachen eingelöst hat, hat man Punkte auf diese Seite gekriegt. Und wenn man genug Punkte hat, konnte man sich das holen. Aber die Seite gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also kommt man quasi auch nicht mehr an das Ding hier ran. Genau, also heißt mit den Hauptsammelsachen Achievements, Mounts bin ich komplett durch, Pets bin ich auch komplett durch und Toys, bis auf halt dieses Feuerwerk, und da gibt es noch so eine Curve-Ugergösse, die es über dieselbe Seitenquelle gab, bin ich eigentlich auch durch. Da kann ich auch nicht mehr quasi erspielen. Genau, das ist soweit der Stand. Dann können wir uns auf der Seite hier das nochmal ein bisschen angucken, wo ich jetzt stehe, beziehungsweise auch zum Vergleich zum letzten Mal. Mittlerweile bin ich jetzt bei 784.000 Punkte, das ist ganz gut. Ich bin jetzt auf WordPress 5, da sind wir ein bisschen vorgerückt. Ihr seht, so langsam komme ich an die Spitzenleute hier ran, da fehlen mir noch auf dem so ein bisschen über 3.000 Punkte, über ein bisschen über 4.000 Punkte zum nächsten. Das ist schon einiges, also die sind vielleicht nur erreichbar, wenn ich jetzt ordentlich durchziehe, die da oben, ja, da wird es wahrscheinlich schwierig, ne? Wir können das auch vielleicht am besten mal in meiner Tabelle uns angucken. Da sehen wir es nämlich so ein bisschen, was ich plus gemacht habe. Also das letzte Mal war ich bei 776.000 so rum und da haben wir jetzt zudem 7.000 Punkte plus gemacht. Beim Score sind es 2 Ränge plus gemacht, von 7 auf 5. Dann bei den Achievements, ne, habe ich 270 Achievements plus gemacht. Das sind quasi die ganzen Raid-Kill-Achievements. Ne. Mir hatten ja nur noch die Mythic-Fated-Raids gefehlt. Und da gibt es dann halt auch alle möglichen Meta-Achievements und dementsprechend am Ende auch das Mount. Dann bei den Mounts habe ich 5 Mounts plus gemacht. Lass mich mal überlegen, was für 5 Mounts das waren. Ah, okay, klar, das ist auf jeden Fall dieses Zerret-Aufseher-Ding, Mythic-Mount. Dann 2 PvP-Mounts, Ali und Horde für den Balken auffüllen, ne? Wenn man über 1000er Rating ist und dann dementsprechend den Balken auch mal auffüllt. Ja, das ist ja eine relativ easy Sache, weil ich kann euch das zeigen, was ich da meine. Und zwar ist das einmal hier drin und dann gewertet und dann dementsprechend hier, ne? Wenn man dann einmal das Mount hat, dann ist dementsprechend danach noch ein Sattel zu holen oder beziehungsweise endlos Sattel zu holen, aber ich habe von den Sätteln so viele auf der Bank, also da kann ich mich totschmeißen mit dem Zeugel. Naja, gut, sei es drum. Genau, das wären schon mal 3. Was habe ich dann noch gedacht? Ach ja, genau, dann das Promotion-Pad für den DK und dann das Promotion-Pad für die Collector's Edition ist es keine, aber so eine Special Epische oder irgendwas, wie die heißt, Edition für Wattle, ne? Das sind die 5 Mounts, die ich plus gemacht habe. Pet-Score war der Murky, ne? Dann Toy habe ich das Banner bekommen vom Terminament-Server. Da habe ich ja mitgespielt gehabt, aber halt nur diese Minimum-Voraussetzung, die 2.15er. Das war ja eine relativ easy Angelegenheit. Appearance habe ich 1189 plus gemacht. Das sind quasi einfach Appearance, die ich nebenbei gekriegt habe beim Questen. Da gucke ich ja, dass ich die ganzen Sachen mitnehme. Werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Ich habe irgendwie 2 Titel gekriegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für Titel sind. Ich vermute jetzt einfach mal, wo habe ich mein WoW hier, dass das irgendwelche Titel waren, die es für die Achievements hier gab. Da gab es die Teleports. Ah, wahrscheinlich von Carsten Nassia hatte ich ja noch gar nicht gemacht, ne? Und den Chaler hatte ich ja auch noch gar nicht gemacht. Wahrscheinlich sind das jeweils die Titel für die Endboss-Kills, vermute ich mal. Sylvanas hatte ich ja zumindest im normalen Modus, oder also im Mythic-Modus non-fated damals geprogressed gehabt. Und dann wird das wahrscheinlich das sein, vermute ich jetzt mal. Aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt gucke. Ja, genau, der Chaler hat einen Titel und ich glaube, Graf Drenatrios, der hat ja auch einen Titel. Das werden die beiden Titel sein, ne? Genau. Dann Reputations hat sich nichts getan. Da bin ich ja auf schon längerer Zeit 220, was ja alle Fraktionen im Spiel sind. Das Gute ist, ich habe ja damals aus Classic die ganzen Fraktionen noch auf Ehrfürchtig, die man nicht mehr kriegen kann. Heißt, ich bin mit ein paar anderen auf den Einserplatz und viele andere können da gar nicht mehr hinkommen, weil es halt die Fraktionen nicht mehr im Spiel gibt. Ich persönlich, also für mich wäre es ja eigentlich gut zu sagen, hier, ja, haben halt die anderen Pech gehabt. Ich habe damals gespielt, habe die Titel. Ehrlich gesagt finde ich es halt scheiße, dass mit Leute dann nicht sich da hochspielen können, weil halt Sachen entfernt sind. Das finden sie immer ätzend, sowas. Auch wenn es jetzt mich nicht betrifft, aber trotzdem ist es nervig. Dann, genau, wo waren wir? Hier Rezepte habe ich 2 plus gemacht. Ich bin gerade überlegen, 1 weiß ich, das habe ich aus Hallen der Tapferkeit. Ein Rezept, das habe ich ja ewig gefarmt, jetzt seit x Monaten und das ist jetzt endlich mittlerweile gedroppt. Und das andere weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich 2 Rezepte plus habe. Viele fehlen mir auch nicht mehr. Ich warte jetzt auf das Event vom
Pilgerfreunde ist es, glaube ich. Da kann ich mir dann die restlichen Horden-Kochrezepte holen und dann wird es relativ übersichtlich mit Rezepten. Dann den Hauptpunkt, den ich absolviert habe in letzter Zeit, sind Quests. Ich habe 435 Quests plus gemacht. Das ist schon einiges, würde ich mal behaupten. Und da kann ich jetzt gleich nachher noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was das genau ist. Dann gehen wir hier unten weiter und zwar Pets. Na klar, das ist das Murky Pet. Feast of Strengths sind, glaube ich, die PvP-Sachen. Da gibt es ja alle paar, ich glaube, alle 150 Rating gibt es ein anderes Achievement. Ne? Warte mal, gehen wir nochmal kurz in WoW rein. Also hier, ne? Wo haben wir es denn? Duelist bringt dann was und Rivale, also Rivale 1, Rivale 2, Herausforderung und so weiter. Ne? Also es bringt dann halt immer eine Heldentat. Also finde ich fast ein bisschen übertrieben, wie viele Heldentaten es im PvP gibt, aber gut, so ist es. Dann Legacy Achievement gab es nichts Neues. Alls, ich habe anscheinend 10 neue Chars auf 60 gespielt. Ich mache das immer ein bisschen über Pet Battle, aber die meisten von meinen, also alle meine Chars sind eigentlich schon Level 50 gewesen, beziehungsweise zwischen Level 50 und 60. Manche sind dann auch auf 58, 59 und da habe ich die nur noch ein paar Level nebenbei mit Pet Battle hochgezogen. Aber wieder 10 mehr Chars, so langsam wird es. Bis Dragonflights werde ich, denke ich mal, fast alle auf Max-Level haben. Dass wir schon mal so eine gewisse Vorbereitung haben. Oldscore ist dann auch hochgegangen um 353. Sind anscheinend die Level, wobei da sind auch wahrscheinlich ein Haufen Test-Chars dabei. Ne? Also den Score kann man jetzt nicht so wirklich ernst nehmen, wenn ich ehrlich bin. Dann Mono-Level. 10 Stück habe ich plus gemacht. Ich habe ein bisschen Ehre farmen müssen für meinen PvP-Gear, beziehungsweise in der Arena habe ich auch ein bisschen was gekriegt. Und ehrenhafte Siege 1614, aber das ist auch relativ uninteressant. Gut, dann kommen wir ja unten auf quasi All the Things. Und das sind jetzt die Werte, die ich da vorhatte. Mir hatten noch gefehlt im quasi Modus, wo ich alles angezeigt habe, also Account-Modus und dann Komplettist-Modus, also alle Tremog-IDs, hatten mir 26.000 ein paar zackte Items gefehlt, jetzt sind es noch 24.000 ein paar zackte, also 1.835 haben wir abgeschlossen und dann sind wir etwa 1% hochgekommen, also von 83,51 auf 84,53, etwa 1%, genau. So viel zu der Liste. Dann, was habe ich die letzte Zeit so im Collection-Zeug gemacht? Ich habe ein bisschen Arena gespielt, das habe ich ja schon gezeigt, auf Duelist sind wir jetzt mittlerweile. Und hauptsächlich, was ich beim Collecten gemacht habe, ist dementsprechend in Außenbereichen versucht, diese ganzen Quests abzuschließen. Ich meine, das letzte Mal war stehen geblieben bei Ende Nordend. Und zwar habe ich da jetzt alles fertig gequestet und ihr seht, es ist nur noch Dalaran drin. Und hier sind es nur Händler und das sind alles Raid-Items, die man halt hier umtauschen kann oder mittlerweile auch direkt in dem Raid bekommt. Also heißt, das ist eigentlich alles Stuff, der hier in Dungeons droppt. Also nichts, was ich in der offenen Welt farmen kann. Sind halt jetzt zweimal drin, einmal hier und einmal unter Dungeons. Ob das sinnig ist, ist jetzt halt dahingestellt, aber naja, da sind die 500 Items drin. Dann habe ich in der Scherbenwelt weitergemacht und hier ist es auch in Shatra, seht ihr, da sind auch wieder so Dungeon-Set-Teile drin bei den Händlern, also sonst ist nichts in Shatra. Dann im Schergrad ist noch so ein Abzeichen drin, wie ihr seht, und das ist ein Schlüssel, wo man quasi in der Instanz einmal einen Extra-Boss beschwören kann und normalerweise sind die Items BOE, also nicht gebunden. Man kann sie auch mal hart kaufen oder halt handeln. Die Geschichte ist, im Time Walker sieht das anders aus. Da sind die Items seelengebunden und dementsprechend brauche ich diesen Schlüssel hier, um im Time Walker das Zeug zu farmen. Aber das hat jetzt eigentlich auch nichts mit der offenen Welt zu tun. Ist auch ein Dungeon Drop quasi. Bloß im Shergard kann man sich jetzt den Schlüssel holen. In Nakrand, seht ihr, hier sind ein paar wiederholbare Quests drin für diese Forschermarken von Halla. Und die sind da nur drin, weil ich nur ein einziges Item da brauche. Und dafür brauche ich einfach die Kampfmarken und die Forschermarken. Und das ist halt alles, wegen dem einen Item sind halt diese Sachen hier drin. Ich will aber das Zeug immer aus der Garnison holen. Da gibt es nämlich Missionen, wo man, warte mal, kann man das gucken? Garnison. Ne? In der Garnison kann man Missionen absolvieren, die dementsprechend diese Marken dabei haben. Ne? Also man kann die natürlich aufwendig in Nakrand farmen oder man hat einfach Glück und man kriegt ewig viele Marken über eine Mission und so habe ich mir die anderen Items geholt, es fehlt mir halt ein Ketten-Item noch und dann sind wir da fertig. Und im Nethersturm sind es auch nur Händler und die verkaufen diese Nachbildungen von dem ursprünglichen PvP-Set aus Classic, da muss man aber ein gewisses Rating im RBG haben, dann kann man sich das kaufen und da sind halt verschiedene Klassen, ne? Hier sind Stoff, Leder, Sachen, alles mögliche, da müsste ich mit jeder Klasse im RBG, glaube ich, auf 1800 kommen. Aber questtechnisch ist auch die Scherbenwelt und Nordend durch und jetzt habe ich dann quasi weitergemacht mit Kalimdor und ich glaube, das ist einfacher, wenn ich es auf der Map zeige.
Counter-Strike. Ich auf Kalindor habe ich schon einiges durchgequestet. Und zwar haben wir durchgequestet, Dorota habe ich gemacht, dann habe ich Ashara durchgequestet, das nördliche Brachland, das südliche Brachland und die Düstermarschen. Dann habe ich gemacht die beiden Azur-Mythos-Inseln und Blutmythos-Insel, dann hier einmal Teldrassil, die Dunkelküste, Eschental, Teufelswald, Winterquell. Steinkrallgebirge habe ich jetzt auf der Hordenseite, aber noch nicht auf der Ali-Seite. Und Desolace bin ich gerade dran, da mache ich jetzt gerade so die Hälfte auf der Hordenseite etwa. Also hier im oberen Bereich sieht schon sehr gut aus. Das haben wir soweit. Hier müsste ich dann noch machen, aber das zähle ich halt als Cutter-Zone, ne? Und dann geht es halt hier unten weiter. Feralas brauche ich noch. Ich brauche dann noch 1000 Nadeln. Ich brauche Tanaris noch. Ugorokrater Silithus. Und Uldum ist dann halt auch wieder eine Cutter-Zone, ne? Ich kann euch das auch mal ein bisschen zeigen. Ganz sind die Sachen teilweise nicht raus, um schon Ashara, seht ihr, ist noch eine Quest drin. Das ist aber eine Quest, die ist die Pre-Quest fürs Schattenhochland, ne? Und die mache ich dann erst, wenn ich mit den Chars dann nach Schattenhochland gehe. Oder in Orgrimmar sind noch ein paar Quests, das sind halt auch viele Quests. Auch, glaube ich, eine Pre-Quest für Schattenhochland, eine Pre-Quest für dann nach Leechen eine Zone, ich glaube Sturmheim oder so. Das sind dann immer so Sachen, die hängen dann damit zusammen, ne? Donnerfels muss ich noch machen. Desolace, seht ihr, da habe ich jetzt einige schon fertig gemacht. Ein paar Sachen sind da noch offen, da bin ich gerade dran. Dorota ist jetzt auch noch zum Beispiel diese Pre-Quest für Sturmheim noch offen. Und da sind halt die ganzen anderen Zonen. Wobei in manchen Zonen nicht viel zu tun ist. Also wenn ihr jetzt seht, bei Silithus sind eigentlich nur eine Handvoll Quests. Das ist eigentlich relativ dankbar. Und im Ugorokrater ist jetzt auch nicht so viel, ne? Das Ding ist, aktuell mache ich es halt so, dass ich teilweise die Gebiete, vor allem auf der Hornseite, die habe ich ja noch nie gemacht, die Quests, dass ich die sowohl mit meinem Main- als auch mit dem Second-Account mache und dann habe ich noch zwei Test-Accounts, denn diese Zonen hier sowohl im Kalindor als auch östliche Königreich sind relativ low, ne? Also da muss man teilweise nur 10, 15 sein, um da questen zu können. Und die Test-Accounts gehen bis Stufe 10 und dann mache ich es halt mit 4 Accounts gleichzeitig, die Quest, also für Platte, Kette, Stoff und Leder und kann dementsprechend alle T-Mox mitnehmen. Und dann mache ich das noch im Party-Sync, also dann werden meine Chars runtergesynkt. Ich habe mit einem dann die Chromie-Time ausgewählt, dann sind meine 60er-Chars nur Level 50 und die Gegner aber auch Level 50. Heißt, es dauert natürlich wesentlich länger, weil ich die nicht mit einem Max-Level-Char one-shotten kann. Dafür habe ich dann den Vorteil, dass ich zusätzlich, das kann ich euch mal zeigen, das ist einmal bei Dungeon Browser drin, hier Gruppensynchronisierung, es gibt so Kisten und in diesen Kisten können dann Transmog-Items drin sein. Und diese Transmog-Items gibt es für jede Klasse quasi, ja, ich will ein Set, ne, an T-Mog-Items. Und ich denke mir, wenn ich eh schon durchqueste, will ich mir die mitnehmen. Das Ding ist, so mit 4 Chars gleichzeitig plus dann noch Party-Sync, also sprich, dass ich runterskaliert bin, dauert es halt ewig, eine Zone durchzuquesten. Aber dafür habe ich dann in der Zone alles mitgenommen und noch zusätzlich diese Kisten. Und dann, wenn ich irgendwann mal mit einem Quest-Zeug fertig bin, dann muss ich halt dann nie wieder irgendwas machen. Ne? Also zumindest so in der Theorie. Und ja, mal gucken. Also das Questen ist somit halt ziemlich slow, aber zumindest dann halt endgültig, ne, bin ich jetzt halt komplett durch. Deswegen habe ich auch einige T-Mog-Items dann immer mitgenommen. Ich kann euch das vielleicht mal in der Zone zeigen, die ich noch nicht gemacht habe. Zum Beispiel, was habe ich noch nicht gemacht? Hier Feralas. Wenn ich jetzt dann hier so ein Ding aufklicke, ne, dann habe ich einen Stoffteil, einen Lederteil, einen Bogen drin, einen Kettenteil, ne? Und dann zieht sich das halt so durch. Dann gibt es halt immer verschiedene Rüstungsklassen bei den einzelnen Sachen. Manche Sachen habe ich auch schon mit anderen Chars durchgequestet, da gibt es dann nur ein oder zwei Sachen. Aber das habe ich auch dann teilweise nicht mehr wirklich auf dem Schirm, weil manches habe ich dann halt in Classic oder Wottle oder irgendwann später durchgequestet. Da muss man, da ist so ein Add-on hier wie All the Things natürlich eine echt feine Sache, um so ein bisschen das zu gucken. Genau, vielleicht nur so ein bisschen eine Zukunftsaussicht. Was habe ich demnächst vor? Also ich will jetzt halt erstmal noch komplett Kalindor fertig questen. Eventuell nehme ich Hial und Uldum dann auch mit. Da muss ich bloß gucken, da kann ich das dann nicht mit Testchars machen, weil die Gebiete halt hier einmal Stufe 50 und hier einmal Minimum 38 sind. Und als nächstes dann will ich quasi von oben anfangen, die östlichen Königreiche durchzuquesten. Und ja, ich vermute bis dahin, wenn ich das alles fertig habe, wird wahrscheinlich schon der Pre-Patch kommen, beziehungsweise das Add-on dann auch schon bald. Und ja, also sollte ich da erstaunlicherweise schneller durchkommen, werde ich wahrscheinlich danach, wenn dann die ganzen Cutter-Zonen machen oder mal nach WoD, MOP oder so, das habe ich ja dann auch noch offen, ne, mal da weitermachen. Aber ich habe noch einen Haufen zu questen, also das wird sicher nichts, bevor jetzt die Expansion
rauskommt, dass ich da alles fertig kriege. Also da bin ich auf jeden Fall noch ganz gut, ja, mit Aufgaben versehrt. Jetzt können wir auch nochmal hier ein bisschen gucken. Also das Hauptding, was ich jetzt aktuell machen will, ist das Questen. Ne? Ich habe jetzt 18.183 Quests und der erste, der ist halt bei wie viel? Hier, 18.883. Ich weiß gar nicht, ob ich da ganz rankommen kann, aber irgendwo hier in die Nähe ist auf jeden Fall möglich. Und das müsste mir dann auf jeden Fall noch einiges in Punkten bringen, denn sowohl, also jede Quest bringt 10 Punkte, was relativ viel ist. Und wenn man jetzt mal hier reinguckt, mir fehlen jetzt noch 687 Quests overall und das sind dann, entspricht dann halt 6087 Punkten, 6870 Punkten, so rum, es sind ja 10 immer. Und damit müsste ich halt auf ein bisschen über 90.000 kommen, ne? Und also wahrscheinlich sogar auf 91.000, dann gibt es ja noch ein bisschen T-Mog dazu, vielleicht sind es dann sogar 92.000, wenn ich die ganzen Quests habe. Heißt, auf Platz 3 müsste ich kommen, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr vor der Expansion schaffen, ne? Aber ja, mal schauen, wie weit wir hochkommen. Den will ich eigentlich noch überholen, ne? Das dürfte fast unmöglich sein, wenn ich jetzt ordentlich loslege. Gut, das waren eigentlich so die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und ja, wenn ihr Bock habt, in ein paar Wochen werde ich wieder ein Collection-Update aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wo wir dann angelangt sind. Wahrscheinlich wird dann der Pre-Patch irgendwann schon mal demnächst rauskommen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.